Leute, was geht? Ich bin's, der Boni, und ich möchte euch wieder alle recht herzlich willkommen heißen zu einem neuen Just Cause 3 Let's Play. Let's go! Holen wir doch gleich mal die Waffe raus, weil man weiß nie, ob hier irgendwelche hinterlistigen Leute hier vielleicht man weiß es nicht, vielleicht eine böse Aktion auf Lager haben. Das ist hier die Frage, was sich jeder fragt. Ja. Okay, in den Zug steigen. Okay, der Zug kommt wahrscheinlich gleich. Ein Heli zum Mitnehmen, bitte. Oh, noch einer. So. Da müssen wir uns ein bisschen konzentrieren, weil das ist hier schwierige Angelegenheit. Eigentlich ist die wahrscheinlich so richtig easy going, würde ich da mal sagen, aber... So, den Heli hier auch noch. Oh, er fliegt hier auf einem Rad und dann in zwei geteilt. Den Zug beschützen. Okay, jetzt soll ich mir auf einmal beschützen Fortstand noch dran einsteigen dran, aber... Ist da nochmal einer? Was ist denn hier los? So, den da hier an die Mauer gedrückt. Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Wahrscheinlich nicht. So, aber den hier hin. Das ist ja auch hier schön. Schöne Explosion, wie wenn Silvester ist. Nice. Den Zug beschützen. Okay, das haben wir gemacht. Aber hier ist irgend so ein Board. Erstmal draufholzen, erstmal draufknallen, gell? Erstmal draufschießen. So, jetzt müssen wir irgendwo hin. Wow, Digga. Okay, aber auf jeden Fall haben wir es wahrscheinlich gemeistert, aber... So, der muss hier erstmal runter. Und der muss ja auch mal zur Seite, weil das geht hier nicht. Also wenn man sich hier so aufführt, dann muss man einfach nur zerstört werden. So, da vorne ist nochmal einer. Der denkt auch, er wäre der Pro hier, der Pro-Gamer. Ist er aber nicht, Digga. Ist er nicht. Denn deswegen massive Explosion. Massiv, Digga, massiv. So, 730.000 Chaos-Punkte ist jetzt nicht gerade das Beste. Aber so viel haben wir ja auch noch nicht gemacht. Nee, jetzt kommt da schon wieder so ein behinderter Zug. Hey, jetzt nehmen wir hier mal den Bombenwerfer, Alter. Boom. Ne, wenn er näher dran ist. Jetzt da. So, richtig schön. Daneben, bevor er den Zug erwischt. Aber einen Waggon hat er, glaube ich, mitgenommen. Einen Waggon. Da ist aber ein Flugzeug und noch ein Panzer drauf. Also das ist schon nice. Ja, da muss man schon sagen. Der transportiert hier schweres Gefährt. Oh no. Da hinten kommt wieder ein Helikopter. Der, wo sich mucken will. Der... Er hat aber den Kürzeren gezogen, weil er jetzt abgeschossen wird, du Knecht. Knecht Ruprecht! Wapp! Nice! Oh, da vorne kommt nochmal was. So, wow, was ist denn hier passiert? Das gibt's ja nicht. Das ist ja die totale Zerstörung. Was soll man jetzt da hinten zerstören? Das steht in den Wolken, das weiß man nicht. Was man denn da hinten zerstören muss. Aber es sind auf jeden Fall schon mal 600 Meter. No, Digga. Jetzt müssen wir die doch entgleisen lassen, Alter. So. Den Zug haben wir entgleist. Alles ist erledigt und... Oh, alles ist geschafft. Dann würde ich doch mal sagen, das war das Ende der Mission. Und dann würde ich sagen, ciao, bis die Tage. Wir sehen uns demnächst wieder. Lasst vielleicht einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Würde mich recht freuen. Ciao. Peace, Leute.